alle Straßen dicht, ohne euch geht es nicht. So ein Blick von der Autobahnbrücke kann ganz schön spannend sein. Im Augenblick rollt der Verkehr noch so ein bisschen zähflüssig. Seit 8 Uhr sind die Bauern der Region hier wieder am Autobahndreieck und haben die Auffahrten blockiert. Das Ganze geht bis 12 Uhr, so ist es angemeldet. Am Montag war ich schon mal da und habe einen kleinen Beitrag gemacht, der viral gegangen ist. Das war so spannend und die Geschichten, die ich da erfahren habe, dass ich mir gedacht habe, da musst du doch noch mal hin und nachfragen. In dieser Woche ist eine ganze Menge auch auf politischer Ebene passiert. Hat man uns vor ein paar Tagen noch als Spinner, Trecker-Mob oder wie auch immer bezeichnet, so hat sich doch die Lage in den Medien erheblich gewandelt. Und das hat auch zu einem Politikwandel beigetragen. Zunächst haben alle Landwirtschaftsminister der Bundesländer erklärt, wir müssen was ändern. Dann haben auch fast alle Ministerpräsidenten jetzt erklärt, wir müssen was ändern. Und gestern hat Herr Scholz mit Herrn Rugwedt wohl ganz kurz gesprochen. Was dabei rausgekommen ist, weiß ich noch nicht. Das ist wohl etwas unter Geheimhaltung. Aber es bewegt sich was. Es bewegt sich was. Dieser Protest bringt was. Das ist der entscheidende Punkt. Wir haben friedlich demonstriert und mit einem friedlichen Protest kann man was erreichen. Und ich hoffe, dass dieser Schwung mitgenommen wird und wir auch Änderungen für die Landwirtschaft, aber auch für den ländlichen Raum hiermit erreichen werden. Alle sprechen über die Dieselsubvention und die Fahrzeugsteuer. Aber diese beiden Faktoren haben das Fass nur zum Überlaufen gebracht. Ärger mit politischen Entscheidungen gab es schon länger. Und viele davon wirken wie Schnellschüsse und folgen keiner Logik. Was ist da so schiefgelaufen? Und das nicht erst seit der Ampel. Hier nun ein paar Kommentare, die ich in der Protestwoche eingesammelt habe. Man hat uns ja 2005 die Milchquote weggenommen und die Meiereien haben damals gesagt, ihr könnt produzieren, wir kriegen das immer abgesetzt. Und dann haben wir natürlich 2009 war dann so viel Milch auf dem Markt, dass wir die nicht mehr absetzen, dann fiel der Milchpreis bis auf 18 Cent runter. Das war ein Fehler. Ich sehe es wenigstens so. Weil ich habe am 18. mit Herrn Özdemir in Berlin, habe ich selber mit ihm gesprochen. Ich habe ihm meine Milchgeldabrechnung in die Hand gedrückt vom Oktober letzten Jahres bis jetzt. Wir haben im Dezember letzten Jahres, habe ich zum Beispiel 111.000 Euro Milchgeld gekriegt. Im Januar 71. 40.000 Euro in einem Monat weniger Milchgeld für die gleiche Menge Milch. Das ist das ganze Jahr so durchgelaufen. Wenn ich jetzt das Geld, was wir im Dezember gekriegt hätten, das ganze Jahr durchgekriegt hätte, hätte ich mindestens 300 bis 350.000 Euro Milchgeldeinnahmen mehr gehabt. Ich brauche fürs Tierwohl kein Geld von der Regierung. Ich brauche nur für meine Produkte, die ich produziere, vernünftiges Geld. Ja, ich kann nicht unter Produktionskosten meine Milch verkaufen und das ist einfach so. Und deswegen müssen wir wirklich da was tun. Herr Özdemir hat mir dann auch in Berlin erzählt, er hätte ja Paragraph 148, das ist auch von der EU angeschoben, Verkauf unter Gestehungskosten soll nicht mehr stattfinden. Das ist zurzeit aber in Deutschland noch nicht umgesetzt. Wir sind heute hier am Protestieren, weil wir die Verlässlichkeit der Politik nicht mehr so hinnehmen können. Nur mal so zum Beispiel, wir haben uns als landwirtschaftliches Unternehmen dafür entschlossen, 5 Jahre lang ein Blühstreifen, Ackerrandstreifenprogramm mitzumachen und haben uns gedacht, dass die Zahlungen, die Politik an uns entrichtet, dann auch so weitergezahlt werden. Und nach 3 Jahren hat die Politik gemeint, diese Zahlungen zu streichen. Und wir haben die Streifen angelegt, wir werden die auch weiterhin so pflegen und bewirtschaften. Zum Thema Fleischproduktion. Die Leute wollen ja mal mehr regional und Bio haben. Wir Landwirte würden das auch gerne gewährleisten. Das Problem ist aber, dass die Schlachthöfe und Metzgereien, die wurden ja sukzessive immer mit irgendwelchen Auflagen klein gehalten bzw. mussten Insolvenz anmelden. Was entsteht daraus? Entsteht daraus Folgendes. Wir laden Kühe auf, Schweine auf, die müssen hunderte Kilometer durch Deutschland gefahren werden, zu großen Schlachthöfen wie Tönnies und werden da verarbeitet. Sicherlich übt Tönnies dadurch eine gewisse Macht über den Bauern aus, Preisdruck und so weiter.
Also sind wir Bauern natürlich daran interessiert, dass wieder Schlachthöfe und Metzgereien im Ort wie Wittstock bei uns zum Beispiel entstehen, wo wir unsere Tiere verarbeiten lassen können und für den Bürger natürlich regional vor Ort da sind. Im Hintergrund sehen wir natürlich einen großen Global Player, McDonald's. Da fängt es ja an, die Preise werden von oben diktiert, ob nun Aldi, Rewe oder Kaufland. Regional ist wichtiger als Bio, deswegen plädieren wir dafür, dass wieder Schlachthöfe und Metzgereien natürlich wieder in kleinen Städten oder auf Dörfern wieder vorhanden sind, wo einfach vernünftig Qualität und Fleisch verarbeitet werden kann. Und in Zukunft bitte keine mehr Auflagen. Ja? So, sage ich mal, für uns Landwirtschaft hier, weil wir sind dann irgendwann nicht mehr wettbewerbsfähig. Das ist eine ganz einfache Sache. Das, ja. Wenn man denkt, im Ausland hier, die Holländer zum Beispiel, die brauchen immer einen TÜV für ihre Schlepper. So, wir fahren hier einen Schlepper mit 50 km/h, der muss jedes Jahr zum TÜV. Die Franzosen können teilweise Heizöl fahren, beziehungsweise haben Agrardiesel, vielleicht einen Liter, einen Euro. Das auch die ganzen anderen Auflagen, was wir haben, sage ich mal, gerade mal die Düngeverordnungen, die ganzen Gülleausbringung, das irgendwo, ja, das findet dann ja kein Ende mehr, dann sage ich mal so an sich. Und dadurch steht irgendwann mal die Wand da und wir können dann auch nicht mehr weiter, sage ich mal so, ja, hier bei uns in Deutschland, die Bauern. Ja, ist so. Die Fläche wird sowieso immer weniger hier, ja, anhand von Photovoltaik oder Industrie oder ja, Autobahnbau, das ist ja täglich. Ich weiß nicht, ich war 96, war in der Schule, da hieß es am Tag 120 Hektar oder was zugepflastert wird. Ob das noch aktuell ist, das weiß ich gar nicht, die Zahlen. Glaube ich nicht mehr. So, und das ist ja jeden Tag im Prinzip ein Landwirtschaftsbetrieb, was zugebaut wird. Die EE wollte die ganzen Nitratwerte in unserem Grundwasser haben von unseren Messstellen. Deutschland hat nach Brüssel gemeldet, unsere schlechtesten Werte. Die restliche EU hat einen Schnitt von allen geschickt. Das hat die Politik jetzt mittlerweile begriffen, aber sie haben es nicht geändert. Und das ist ein Riesenproblem. Nicht? Dadurch dürfen wir jetzt weniger Dünger streuen und. Und das geht so einfach nicht weiter. Und deswegen geht es nicht nur um die Dieselrückvergütung und um die Steuern, sondern dieser ganze andere Schwanz, der uns schon aufgeheizt worden ist. Da muss auch noch was passieren. So geht es einfach nicht weiter. Also ich werde im Endeffekt, mein Junior wird meinen Betrieb nicht weiterführen wollen. Ich werde also demnächst aufhören und es macht keinen Sinn mehr. Ja, was soll ich denn dazu sagen, dass hier alle auf der Straße sind? Ich bin Rentner und gehe deswegen auf die Straße, weil für unsere Landwirtschaft damals wurde viel wenig verdient und jetzt kriegt man auch wenig Rente dafür. So ein Neubürger hat mehr wie ich. Nach 50 Arbeitsjahren. So, was soll ich dazu sagen? Also muss man auf die Straße gehen. Ne? Ja, so ist das eben. Warum wurde denn in der Landwirtschaft so wenig verdient? Na, das war eben damals zu Ostzeiten so gewesen. Ne? Also da konnte man ja nichts ändern. Da hat ja jeder so gleichmäßig verdient. So, und jetzt, was soll man dazu noch sagen? Bist du jetzt einer, der jammert oder der noch Hoffnung hat? Hoffnung habe ich nicht viel jetzt bei dieser Regierung, aber man soll die Hoffnung nie verlieren. Ne? Ja, immer Kopf hoch, auch wenn der Hals dreckig ist, sagt man. Ne? Ja, was willst du dann noch machen? Mit Beginn der Ukraine-Krise haben wir explodierende Getreidepreise gehabt. Da haben wir viel Geld für unser Getreide gekriegt, was nicht vorher vielleicht schon über Kontrakte gebunden war. Seitdem sind unsere Preise, haben sich fast halbiert für Getreide. Das ist ein enormer Verlust, der geht in die Hunderttausende. Gleichzeitig sind aber die Maschinen sehr teuer geblieben, Diesel ist sehr teuer geworden, Arbeitskräfte sind teuer. Also die Kosten sind etwa gleich geblieben, aber die Erlöse für uns Landwirte sind erheblich gesunken, ganz erheblich gesunken. Und das ist, deswegen gehen wir auch auf die Straße, weil da passt nichts mehr rauf. Das Fass ist einfach voll gewesen und jetzt ist es übergelaufen. Das geht einfach nicht mehr, wir können es nicht mehr leisten. Und da ist jetzt auch die Gesellschaft gefordert, wenn sie weiterhin eine Landwirtschaft haben möchte in Deutschland, dann muss auch die Gesellschaft bereit sein, diese Landwirtschaft in irgendeiner Form mitzufinanzieren. Mich betrifft es insoweit hier heute die ganze Geschichte. Einmal aus der Sicht des Landwirts und wiederum machen wir auch Heizungsbau. Deswegen sind wir Bauer in zweierlei Schichten.
Am Mittwoch waren wir hier vor Ort mit der Geschichte Heizungsbau, dass auch die Handwerker in der Region hier mitmachen, präsent sind, denn betrifft uns alle. Inwieweit haben denn die Handwerker jetzt Schwierigkeiten mit der Regierung? Also die Bauern sind ja jetzt auf den Barrikaden und die Heizungsbauer? Wenn ich ehrlich bin, kann ich aus meiner Firmenrichtung nicht viel Negatives sagen. Wir sind ja nur durch unsere liebe Regierung alle mit der Heizungsgeschichte so verknüpft, dass wir viele Neuanlagen bauen und im letzten Jahr gar nicht hinterhergekommen sind. Mit der Montage, sei es mit der Materiallieferung, sind ja die großen Firmen nicht hinterhergekommen. Da kann ich eigentlich nichts Negatives zu sagen. War es denn eine gute Entscheidung der Regierung? Zweierlei. Klar, für uns als Firmen ja, wir haben unsere Auftragsbücher voll, konnten gut Umsätze machen, aber im Endeffekt ist der Leidtragende immer der kleine Mann, weil der muss ja doch irgendwo bezahlen. Welch Glück! Der Heizungsbauer jammert nicht. Es gibt ja diesen Spruch, wenn ein Bauer geboren wird, liegt immer ein Stein dabei, den man ihm dann auf die Brust legt, damit er stöhnen und jammern kann. Doch bei diesem Desaster gibt es genug Grund. Und so müssen die Bürger auch informiert werden. Meine Aufgabe ist es heute, an die Leute, die hier vorbeifahren, um es diesen Protest auch wirklich in die Öffentlichkeit zu tragen, Flyer zu verteilen. Dazu haben wir einmal unseren Informationsflyer sowie für die interessierten Leute auch einen Anstecker. So, wie wir gerade sehen, kommen sehr interessante Gespräche dabei zugange und wir merken als Landwirte, wie interessant eigentlich oder wie viel Unwissen über die Landwirtschaft in Deutschland noch herrscht, was es heißt, wie viele Auflagen wir zu erfüllen haben, aber auch was es heißt, Landwirt zu sein. Und Klaus, damit du unseren Protest auch weiter mitträgst, möchte ich dich gerne bitten, auch unseren Sticker ohne uns kein Essen mit ans Revier zu nehmen. Aber was soll ich Ihnen sagen können, dass wir vollstes Verständnis haben für die betroffenen Bauern hier, weil allein dieses von heute auf morgen reduzieren von ja, auch Subventionen, wenn sie so heißen, ist ja ein Unding, also geht ja nun gar nicht. Und da hat die Bundesregierung allein schon mit den E-Autos vorher, auch mit dem Wegfall der Förderung von heute auf morgen, keine gute Politik gemacht. Eine Woche Bauernprotest liegen jetzt hier hinter uns am Wittstocker Autobahndreieck. Ja. Ich muss sagen, es war richtig spannend, auch die Geschichten der Leute hier so ein bisschen mitzuerleben, welche Probleme sie haben. Und ich bin beim Überlegen, ob es am Montag auch für mich mit nach Berlin geht. Denn ja, da soll es nochmal richtig rappeln. Das war's von Wittstock TV. Ja, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit.